So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit LS19 und der nordfriesischen Marsch. Mache hier jetzt gerade meine Verträge noch. Der muss jetzt abgetankt werden. Er steht auch in der richtigen Richtung, sodass ich gar nicht durch die Frucht fahren muss. Fruchtzerstörung ist zwar an, aber ich muss auch immer wieder sagen, da ja auch immer wieder neue Leute mit einsteigen. Wenn ich durch die Frucht fahre, dann wird die halt zerstört. Deswegen Fruchtzerstörung an. Aber da das ja ein Vertrag ist hier, also ein Auftrag, ist das nicht mein Feld und dementsprechend die Frucht auch nicht kaputt. Ich muss jetzt erstmal ein Aktimel frühstücken hier. Seht ihr, kurz vor 8. Ah, jetzt habe ich auch wieder Werbung gemacht. Für Danone. So, der erste ist drin. Schauen wir mal, was hier noch so geht. Den können wir wieder zurückfahren. Ja, der ist natürlich voll, weil in der letzten Folge habe ich euch ja erzählt, dass dass ich diese Helferbetankung halt angeschaltet habe. Das heißt, auch für jetzt auch nochmal für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben, das erste Mal LS19 im Video gucken, dass der Helfer, der dann gleich den Dünger oder die Saat oder was auch immer gleich wieder nachfüllt, also nachkauft, dementsprechend auch viel teurer ist, als wenn ich das selber machen würde. Das sind alles so kleine Sachen, wo man auf achten muss, sollte, um halt Geld zu verdienen. Um ein Multimilliarden-Imperium aufzubauen. Warum die da schon wieder stehen, kann ich mir jetzt gerade nicht so vorstellen. Dann steht schon wieder ein Stau. Ich weiß auch nicht, was mit den Autofahrern hier los ist. Ich wollte ja eigentlich auch mal nachgucken. Was sich hier verändert hat auf der Map. Jetzt sind die Fahrzeuge weg, okay. Eben hat man sie noch gesehen von der Seite, jetzt sind sie schon wieder weg, okay. Was sich so verändert hat auf der Karte, also von 1.3 auf 1.4. Meine Firewall spinnt hier allerdings ein bisschen rum, so dass ich keinen zweiten Browser aufmache. Ich lade gerade Videos hoch, deswegen. Ja. Deswegen ist das halt ein bisschen doof. So, der kommt auch wieder auf seinen Platz. Hat alles seinen Platz hier bei mir. Da er voll ist, schön in Schatten stellen. Dann bleicht die Farbe nicht so aus. Zurück. Und dann schauen wir mal, was zum Beispiel die Sämaschine macht. Ich muss auch noch ein paar Bahnen fahren hier. Drei, um genau zu sein. Das wird hier noch ein bisschen länger dauern, dem Kameraden. Das Leihgerät war halt noch mal ein bisschen größer. Das waren, glaube ich, 18 Meter, das ist 12. Wäre natürlich dann ein bisschen schneller gegangen, wenn man die dementsprechende Leistung auch hat. So, dann sind wir auch schon wieder so weit durch, ne? Genau, können wir mit dem hier noch ein bisschen agieren. Den zum Beispiel hier wieder einparken. Da habe ich doch glatt, im letzten Video habe ich es, glaube ich, gesagt. Deswegen bin ich jetzt auch mit den beiden Agro-Linern unterwegs, um abzutanken. Habe ich doch glatt vergessen, beim Umzug von 1.3 auf 1.4 den großen Agro-Liner zu kaufen. Tja, so kann es passieren, ne? So, haben wir den auch verräumt. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken, was die Schweine so sagen. Also Wasser haben sie ja jetzt. Jetzt habe ich natürlich nicht das richtige Fahrzeug, um hier mal ein paar Wellen reinzuschmeißen. Also,
Beim nächsten Stein müssen wir dann mal gucken, dass wir die Straße dahin mit der hier verbunden kriegen. So. Verbunden kriegen, ist das für ein Deutsch? Ich werde jetzt einfach mal ein Fahrzeug tauschen. Und zwar werde ich mit diesem Fahrzeug hier das ist vielleicht auch ganz gut, weil der so schnell fährt. Auf Feld 5 den Abfahrer, damit den Trecker tauschen, dass ich dann die Schweine mal ein bisschen mit Beinen bestücken kann. Weil da ja die Frontgabel dran ist. Beziehungsweise das einzige Fahrzeug ist, was Frontgabel kann. Ah, ich weiß, im CS darf man nicht pfeifen. Also da sollte man das in Videos halt auch nicht machen. Oh, jetzt habe ich aber so drin von dem Zeug. Dann müssen wir halt summen. Ich vermute das jetzt einfach normal, aber es könnte auch sein, dass er jetzt noch wieder bis zur Mitte braucht, aber deswegen, ich stelle ihn trotzdem mal hier hin. So, den brauche ich jetzt. Den muss ich hier schon mal aufmachen. Auf Feld 8 ist abgestorben. Egal. Sehen. Abschließen. Ne, fährt noch weiter, ne? Brauchen wir gar nicht. Wir haben aber, glaube ich, noch was zum Sehen. Genau, Feld 4. Von Feld 8 auf Feld 4. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal nach Hause fahren und ein bisschen was auftanken. Allerdings nur Saatgut, Dünger dann nicht. Wenn Dünger dann leer ist, dann ist halt leer. Das nehme ich dann nur für meine eigenen Felder. Unser eigenes Feld muss ich auch noch machen. Abernten. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel wie es mit unserer Zeit jetzt ist. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minütchen. Ja, die nächsten Videos weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt erstmal ein bisschen Zeit verstreichen lasse, bis ich dann wieder eins aufnehme. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal so, dass ich das eine Feld hier mit Rüben abernten kann, also bis ich 120.000 habe. Das wird alles gespielt, also da könnt ihr euch sicher sein. Ich habe keinen Bock auf großartig Cheaten. Wenn das natürlich nicht anders geht, dann gerade bei so einem Umzug, ich hatte jetzt zum Beispiel 50 Millionen generiert, um halt die Fahrzeuge und das alles wieder so hinzubasteln, wie es ungefähr war. Ne? Und habe das dann wieder rückgängig regeneriert, also das ist jetzt nicht, das habe ich dann nicht verbraten oder so, das ist, seht ihr, und hier, wenn der
wenn der Kollege, also der Helfer das macht, dann zieht er halt ständig da raus. So habe ich jetzt 1000 Euro ausgegeben. Nur für Saatgut. Muss man halt vergleichen dann, ne? So, was habe ich gesagt? Feld 4, ne? Das ist ganz groß hier. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da und das Abo bitte nicht vergessen. Wenn ihr nicht informiert werden wollt, ob ich neue Videos hochgeladen habe, dann macht das Glöckchen aus. Ansonsten, wenn ihr immer über das Neueste informiert werden wollt, was bei mir so passiert auf meinem Kanal, dann müsst ihr das Glöckchen natürlich anmachen. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich abonniert. Ich bin jetzt bei 19. Ich habe gar nicht wieder geguckt. Ja. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüss, euer Biospieler.